So, da meine Freunde, guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Video. Wie ihr seht, bin ich hier auf OE24 Breaking News, also auf OE24 TV. Von da, wo ich auch die Nachrichten so, wenn ich sie um 19 Uhr sage, her habe. Es wird, nur dass ich sie von der App her habe, kann man sich regulär laden. OE24 Breaking News, da gibt es die normale OE24 TV, wo du auch live zuschauen kannst. Aber es gibt auch die OE24 Breaking News, die ist am besten, ladet euch die Leute. Aber jetzt kommt zu meinem Video. Wir hätten hier einmal, wir sind ja hier bei OE24 TV von Breaking News, wo die Nachrichten auch um 19 Uhr kommen. Also, und da würde ich euch jetzt jeden Tag eine halbe Stunde mitschauen lassen. Und dann würde ich auch schon sagen, 47 Sekunden machen wir schon. Ich würde sagen, wir werden anfangen. Entscheidung zu treffen in Richtung mehr Autonomie Europas. Das gilt sowohl für die Lebensmittelproduktion, aber ganz, ganz besonders für die Medikamente. Wir haben festgestellt, wir sind im Bereich vieler Medikamente, vor allem aber der Antibiotika und des Penicillins, stark von Asien abhängig. Die Europäische Kommission hat unseren Vorschlag aufgegriffen, den ich im Wettbewerbsrat eingebracht habe, dass wir uns hier kümmern und es Teil der Industriestrategie Europas wird, dass wir Europa mit jenen Medikamenten versorgen können, die wir brauchen in solchen Fällen. Es wird ein Gesamtmaßnahmenpaket brauchen, um die Unternehmen zu unterstützen. Diese 4 Milliarden sind unmittelbar da, dass wir die verschiedensten Unternehmen begleiten durch den schwierigen Prozess und Ihnen auch auf diesem Weg danken dafür, für alles, was Sie tun. Herzlichen Dank. Danke sehr, Herr ÖGB-Präsident Katzer. Bitte schön. Ja, schönen Vormittag, meine Damen und Herren. Ich habe gemeinsam mit der Präsidentin Anderl von der Arbeiterkammer schon von Beginn an bei dieser sogenannten Corona-Krise festgestellt und festgehalten, dass die Gewerkschaften und die Arbeiterkammern in Österreich zur Zusammenarbeit bereit sind, wenn es darum geht, gemeinsame Lösungen zu suchen, um die Auswirkungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möglichst gering zu halten und die Arbeitsplätze zu sichern. Wir waren insbesondere gestern, aber auch in den letzten Tagen als Arbeiterkammer und ÖGB in Gesprächen und Verhandlungen mit dem Ziel, dass niemand zurückgelassen wird und dass möglichst alle mitgenommen werden. Und es geht in dieser Phase nicht um Kompromisse, meine Damen und Herren. Es geht um Schicksale, es geht um Existenzen und das haben wir vor Augen gehabt. Ich möchte mich dem Dank anschließen an all jene, die täglich in den kritischen Versorgungsbereichen arbeiten, ob das in der medizinischen Versorgung, in der Pflege, im Handel, in allen Bereichen ist, die das tägliche Leben von uns allen auch in dieser Krise sicherstellen. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sonst nicht sichtbar sind, werden gerade jetzt in dieser Krise sichtbar. Und es sind viele, meine Damen und Herren, die nicht auf der Butterseite des Lebens sind. Und ich hoffe sehr, dass alle, die sich darüber freuen, dass sie die jetzt wirklich einhauen mit jeder Faser ihres Herzens, das nicht vergessen, wenn die Krise hoffentlich irgendwann vorbei ist und wir dann auch über diese Menschen in diesen Berufen reden werden. Wir haben uns für einen großen Rettungsschirm eingesetzt, weil wir gesagt haben, was bei der Bankenkrise möglich war, muss auch für Corona gelten. Und hieß es damals, too big to fail, so heißt es heute, too many to fail. Und ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, mit diesem Paket, das jetzt am Tisch liegt, einen ersten großen Schritt zu machen. Und ich erwarte mir auch und danke auch dem Herrn Bundeskanzler und dem Herrn, Finanzminister, dass sie das schon angekündigt haben, wenn das nicht ausreicht, dass man weitere Maßnahmen setzen muss. Klotzen statt kleckern, glaube ich, ist schon das, was wir in so einer Situation auch sagen müssen. Uns war klar, wenn wir ein großes Hilfspaket fordern, dann müssen wir auch schauen, dass wir ein Ziel, ein zentrales haben, und das heißt, möglichst viele Arbeitnehmer in Beschäftigung zu halten. Also nicht zuzulassen, dass die Leute einfach gekündigt werden und man schaut einmal, was ist, weil jede Kündigung eines Arbeitnehmers bedeutet natürlich schon, dass das soziale Netz und es zeigt sich auch, wie wichtig der Sozialstaat gerade in so einer Situation ist, dass das soziale Netz die Leute auffängt. Aber es ist doch ein dramatischer Einschnitt, weil der Unterschied ist, ob man eine Nettoersatzrate von 55 bis 60% bei Arbeitslosigkeit hat oder
was dieses neue Corona-Kurzarbeitsmodell, das wir jetzt ausgearbeitet haben, eine Nettoersatzrate zwischen 80% und 90% bedeutet, wobei insbesondere jene, die zu den Geringverdienern gehören, die höchste Nettoersatzrate haben. Also wir haben hier auch eine gewisse soziale Staffelung drin. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Gewerkschaften und die Arbeiterkammer war auch bereit, etwas einzubringen in dieses Lösungsmodell. Wir haben gesagt, Zeitguthaben, Alturlaube, das muss man natürlich abbauen. Aber entscheidend ist, es bleibt der Arbeitsplatz erhalten, wenn es zu diesem Kurzarbeitsmodell kommt. Und es gibt Nettoersatzraten zwischen 80% und 90%. Und ich denke, unter Betrachtung all dieser Rahmenbedingungen, dass das ein gutes Ergebnis ist. Und ich freue mich auch sehr, dass es gelungen ist, die in diesem Topf, von dem jetzt gesprochen wurde, 400 Millionen für dieses Vorhaben zu reservieren. Und falls das aufgebraucht ist, haben wir auch vereinbart, dass wir uns rasch wieder zusammensetzen. Ich denke, damit ist ein wichtiger Beitrag geschaffen. Und ich appelliere auch an die Unternehmerinnen und Unternehmer, macht von dem Gebrauch, schickt die Leute nicht einfach auf die Straßen, weil wir werden alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen nach dieser Krise, damit wir wieder gut durchstarten können. Und ich appelliere auch deshalb, weil jeder Mensch in Beschäftigung auch ein wichtiger Teil der Kaufkraft in diesem Land ist und jeder Mensch, der seinen Arbeitsplatz verliert, natürlich diese Kaufkraft nicht hat, was am Ende des Tages auch der österreichischen Volkswirtschaft schadet. Ich möchte mich für die Zusammenarbeit bedanken, auch im Namen der Präsidentin Anderl, Arbeiterkammer und ÖGB haben versucht, nicht nur mit Worten zu sagen, wir sind mit dabei, wenn es darum geht, gemeinsam Lösungen zu finden. Ich denke, wir haben das eingebracht. Ich appelliere an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn euch irgendwelche Zetteln vorgelegt werden, die ihr unterschreiben sollt, macht es so wie sonst auch. Fragt zuerst, bevor es was unterschreibt. Und wir versprechen uns auch in unseren Beratungsstrukturen, dass wir hier zur Verfügung stehen. Dankeschön. Danke sehr. Wirtschaftskammerpräsident Mara, bitte. Wir haben vor einigen Wochen schon gesagt, dass wir es hier mit einer außergewöhnlichen Situation für unser Land zu tun haben. Einer Situation, die vermutlich nur unsere Großeltern und Urgroßeltern während des Zweiten Weltkriegs und am Ende des Zweiten Weltkriegs und in der Phase des Wiederaufbaus erlebt haben. Mit diesem Bewusstsein und damit dieser großen Verantwortung haben wir parallel zu den Tätigwerden der Bundesregierung, Landesregierung und Behörden im Bereich der Gesundheit und Sicherstellung der Gesundheit versucht, auf Sozialpartnerebene mit dem Finanzminister, der Wirtschaftsministerin, der Arbeitsministerin und der Tourismusministerin alle Maßnahmen vorzubereiten, die notwendig sind, dass den österreichischen Betrieben und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schnell, unbürokratisch und so gut wie möglich geholfen werden kann. Rausgekommen ist ein Bündel an Maßnahmen, das sicherstellt, den Versuch sicherstellt, möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu halten, möglichst vielen Betrieben mit Liquidität zu helfen und gleichzeitig all denjenigen, die nicht durch diese unterschiedlichen Maßnahmen geholfen werden kann, das sind die besonderen Härtefälle, dass man auch diesen direkt helfen kann. Es gibt also drei Stoßrichtungen: das Sicherstellen der weiteren Zahlungsfähigkeit der Betriebe, das Sicherstellen von möglichst vielen Menschen in Beschäftigung zu halten und das Sicherstellen, dass auch denjenigen geholfen wird, denen wir mit den anderen Maßnahmen nicht helfen können. Ich bedanke mich daher explizit bei allen Mitgliedern der Bundesregierung, federführend beim Herrn Bundeskanzler und Finanzminister, für die Bereitschaft, auch mit dem Herrn Vizekanzler hier ein Sicherheitsnetz, ein rot-weiß-rotes Sicherheitsnetz im Wert von 4 Milliarden geknüpft zu haben. Das ist in dieser Form beispiellos, wie schnell das passiert ist und beispiellos, wie schnell das auch gesetzlich auf den Weg gebracht wird. Bitte aber auch gleichzeitig alle um ein paar Tage Geduld, bis wir wissen, wie die einzelnen Maßnahmen technisch umgesetzt werden, weil eben infolge der Gesetzesbeschlüsse auch eine Reihe von Erlässe vorzubereiten sind und natürlich in den unterschiedlichen Institutionen dann die technischen Vorbereitungen laufen, bis dann bestimmte Hilfestellungen beantragt werden können. Es geht also nicht nur um den bereits erfolgreich etablierten Schutzschild für unsere vor allem älteren Mitmenschen und für alle Menschen, die wir vor dem Virus schützen wollen, sondern eben auch um dieses geknüpfte Sicherheitsnetz. Sie sehen also, dass wir gemeinschaftlich, Sozialpartner und Regierung nicht in Entweder-Oder-Kategorien denken, sondern in uns ist die Gesundheit der Menschen genauso wichtig wie die Gesundheit des österreichischen Wirtschaftsmotors, weil wir ja beides brauchen. Für die Betriebe, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und allen deren Familien, die dort dranhängen, am Ende des Tages das gesamte Land.
Und ich bin sehr froh, dass wir gestern in nur wenigen Stunden, und ich glaube, das ist beispiellos in der österreichischen Geschichte seit 1945, auf Sozialpartnerebene vollkommen unkompliziert, ideologiebefreit, ein vollkommen neues Modell der Kurzarbeit, das jetzt genau für diese Krise gilt, ausgearbeitet haben. Ich kann Ihnen wirklich berichten, dass das von extremer Kompromissbereitschaft aller Seiten getragen war. Und wir haben dann noch am Abend die budgetären Notwendigkeiten mit dem Finanzminister besprechen können. Unsere Teams sind in der technischen Vorbereitung der Umsetzung, übergeben das, was von unserer Seite notwendig ist, heute an das AMS, damit das AMS alle Vorbereitungen treffen kann. Und wir erwarten eigentlich über die Beratungsleistungen der Gewerkschaft, der Arbeiterkammer und der Betriebsräte und von Seiten der Wirtschaftskammer, dass man ab Montag Anträge für dieses neue Modell stellen kann. Sie haben gehört, es ist unbürokratischer, es wird viel schneller umsetzbar sein und ermöglicht somit auch unseren Betrieben die Chance, möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu halten, vor allem in den betroffenen Branchen, wo einfach aufgrund der jetzigen Situation kaum, ganz wenig oder gar keine Umsätze da sind. Die Unternehmer übernehmen in dieser Zeit ein besonders großes Risiko und eine besonders große Verantwortung, weil sie weiter Miete zahlen müssen, Kredite bedienen müssen, aber möglicherweise nicht genug Liquidität haben, um auch noch bei keinen Umsätzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Beschäftigung zu halten. Das ermöglicht genau dieses Modell. Und ich möchte mich ausdrücklich stellvertretend bei allen Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner auf der Arbeitnehmerseite, bei Präsident Katzen und Präsidentin Andert bedanken. Beispiellos, was in 3 Stunden auf die Beine gestellt wurde und beispiellos, wie schnell der Herr Finanzminister mit der Regierungsspitze auch hier gesagt hat, hier wird ein Topf dotiert. Das wird dem Land helfen. Das wird uns helfen, möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu halten. Und wir werden das auch massiv versuchen zu bewerben, weil es ein sehr attraktives Modell ist. Und wir hoffen, dass sehr, sehr viele Betriebe in ganz unterschiedlichen Branchen auf dieses Modell zurückgreifen werden. Danke auch für die Bereitschaft, in diesem großen 4 Milliarden Sicherheitsnetz dafür zu sorgen, dass ausreichend Garantien vorhanden sind. Danke auch dafür, dass man unsere Vorschläge aufgenommen hat, auch Direktkreditvergaben bei Fällen vorzunehmen, wo andere Instrumente nicht greifen. Und ich glaube auch, das Instrument der Stundung und gewissen Aussetzungen im Bereich der Steuerzahlungen bzw. Sozialversicherungszahlungen werden nötig sein, um über diese Krise drüber zu kommen. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, im Unterschied zur Finanz- und Wirtschaftskrise, wo niemand gewusst hat, wie sich das dominoartig weiter verändert und wann die zu Ende ist, können wir hier sagen, sie wird zu Ende sein. Wir wissen noch nicht wann, aber sie wird zu Ende sein. Und es ist ein Hoffnungsschimmer für unser gesamtes Land, in dem wir nun gemeinsam versuchen, sowohl die Gesundheit der Menschen als auch die wirtschaftliche Gesundheit unseres Landes sicherzustellen. Danke allen, die sich daran beteiligen. Danke besonders den ganzen Teams und Stäben auf Regierungsebene, die zum Teil weit über die normale Zeit arbeiten, um all das in so kurzer Zeit möglich zu machen. Ich möchte mich explizit hier im Namen der österreichischen Unternehmer und aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für diese Geschwindigkeit bedanken, dass wir so schnell ins Umsetzen kommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Es gibt für Sie nun die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Als erster gemeldet hat sich von der APA der Herr Haslacher. Dann kommen wir zum Wolf-Radio. Bitte schön. Ja, ich habe 2 Fragen an den Herrn Bundeskanzler. Sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe, von einem ersten Fonds gesprochen bei diesen 4 Milliarden Euro. Heißt das, wenn das Geld aufgebraucht ist, wird es weitere Mittel geben? Und 2. Frage in dem Zusammenhang auch, das Epidemiegesetz sieht ja Entschädigungsansprüche vor für Unternehmen, die auf Basis des Epidemiegesetzes geschlossen werden. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viel Geld das kosten wird oder wird das auch durch diesen Fonds abgedeckt? Danke. Zunächst kann ich Ihre erste Frage beantworten. Das ist ein erster Fonds. Das ist ein Soforthilfepaket. Es ist schnell, hier rasch zu agieren. Aber es wird weitere Maßnahmen darüber hinaus brauchen. Aber je rascher man agiert, desto wirksamer agiert man. Und daher diese Maßnahme jetzt. Zur zweiten Frage. Das vollständige Paket wurde hier präsentiert. Und so wie es angedacht ist, so wird es auch umgesetzt. Das Epidemiegesetz stammt teilweise aus einer Zeit, die mit der heutigen nicht vergleichbar ist. Und insofern setzen wir auf die Maßnahmen, die wir jetzt präsentiert haben und werden auch in den nächsten beiden Tagen im Parlament einige Gesetzesänderungen vornehmen, um nicht nur die Menschen bestmöglich zu schützen, sondern auch die Wirtschaft und die Arbeitnehmer sehr fair, gleichmäßig verteilt, aber in einer machbaren Kategorie zu unterstützen. Vielen Dank. Als nächstes gemeldet hat sich das ORF Radio, bitte. Und dann der Herr Schnauder vom Standard.
Das Budget wurde ja seit Anfang Jänner de facto verhandelt, in einer gänzlich anderen Zeit. Aber natürlich steht das zur, wo wir zur Einigung gekommen sind, weiterhin fest. Darüber hinaus sind wir mit einer massiven anderen Einschätzung, was das Wirtschaftswachstum betrifft, konfrontiert. Das muss man natürlich in der Einnahmenschätzung einpreisen. Und darüber hinaus wird es Soforthilfemaßnahmen geben innerhalb dieses Fonds, der bis zu 4 Milliarden schwer ist. Das heißt natürlich, dass wir dieses Jahr nicht von einem ausgeglichenen Haushalt sprechen können. Das heißt, dass es dieses Jahr die Priorität ist, dass wir genügend Geld für die Gesundheit der Menschen zur Verfügung stellen, dass wir garantieren und darauf schauen, dass die Arbeitsplätze erhalten werden können und dass die Menschen ihre Fixkosten, die Miete, die Kreditraten weiterhin zahlen können. Nur so können wir gemeinsam gut durch die Krise kommen und da ist alles andere sekundär. Herr Bitte, zur Einordnung im Ganzen, zunächst hier anschließend. Ja, selbstverständlich hat diese Situation dramatische Auswirkungen auf zwei Seiten des Budgets, auf die Einnahmen und auf die Ausgaben und deshalb verschiebt sich der Saldo. Das ergibt sich ja von allein. Es kann ja nicht einmal jemand sagen, wie hoch das sein wird, diese Differenz. Das hängt ja davon ab, wie sich die Wirtschaft insgesamt entwickelt, das sogenannte Wirtschaftswachstum. Wir werden ja bei den Einnahmen bald einmal merken, dass die ja wesentlich zurückgehen in Abhängigkeit davon, wie sich die Gesamtsituation entwickelt. Und bei den Ausgaben wird natürlich auch was passieren. Und jetzt muss man mal das sicherstellen, was hier gemacht wird. Ich finde den Zugang relativ, oder eigentlich nicht nur relativ, sondern sehr gut gewählt und raffiniert, dass wir jetzt nicht hergegangen sind und jeden einzelnen Budgetposten neu vermessen haben. Die sind ja schon fertig gemacht worden. Im Prinzip, wir haben hier intensiv verhandelt. Wir haben ja für 2020 eine Art Übergangsbudget gehabt, wo aber schon bestimmte Schwerpunkte drinnen waren. Und dieser Fonds kommt jetzt oben drauf, damit wir schneller im Tun sind, auch was die ganze Budgetsystematik betrifft. Ja, und im 2020er Jahr sind ja schon einige Klimaschutzmaßnahmen drinnen. Na, selbstverständlich werden die gemacht werden. Und wie sind da, also ich sehe nur den Einstieg in das 1-Million-Dächer-Programm Photovoltaik. Das ist jetzt nur untergegangen, da ist mit wesentlich höheren Tranchen rausgegangen. Jetzt dieser Tage schon die Möglichkeit, dass die Menschen, die Privaten, sich hier schon die Förderungen holen können. Die sind wesentlich höher. Wir werden natürlich dabei bleiben, die Maßnahmen im Gebäudebereich voranzutreiben und alles, was da vorgesehen ist, für die mittlere Frist, oder wenn Sie so wollen, ab 2021 gilt, natürlich wird alles neu vermessen. Aber wenn wir in sowas kommen, was zumindest früher mal Konjunkturpaket geheißen hat, dann wird es aber auch interessant sein, dass wir jene Branchen besonders stützen, die innovativ sind, zukunftsorientiert und irgendwas mit diesen Technologien und Forschung und Entwicklung zu tun haben in dem Bereich, um auch für die nächsten Jahre dann die österreichische Volkswirtschaft entsprechend modern aufzustellen. Das heißt, gerade das wird, wenn wir Investitionen anreizen, seien sie privat, das wird zwar in erster Linie sein, bei der Knappheit der Mittel, aber seien sie auch da oder dort öffentlich bezuschusst oder Direktinvestitionen, dann wird es vernünftig sein, dass dort auch etwas passiert. Und das, also sehe ich das genau umgekehrt eigentlich, als die Intention der Frage ist. Und letztendlich geht es genau um zwei Dinge. Jetzt, was sofort zu tun ist, jene Betriebe und Branchen drüber zu helfen, deswegen sagen wir ja Überbrückung, die bis jetzt gesund waren, ja, im besten ökonomischen Sinn auch, deshalb rede ich ja vom Blutkreislauf und Wirtschaftskörper, da kann keiner was dafür, dass wenn das bis jetzt in der jetzigen sozialen Marktwirtschaft in Österreich ein vernünftiger Vorgang war, dass wir diese Betriebsstruktur hatten und diese Branchenstruktur, dann wird es gut sein, wenn sie nachher, wenn man so will, nachher so oder so ähnlich weiterleben kann. Und die anderen Dinge sollten wir einfach aufgrund der Zukunftsorientiertheit der österreichischen Volkswirtschaft genauso angehen. Und das betrifft ja mehrere Branchen, aber unter anderem auch die Modernisierung in Umwelttechnologie und mit den entsprechenden Rahmenbedingungen und entsprechenden steuerlichen Maßnahmen. Und ich würde auch durchaus anerkennen wollen, dass der erste Schritt der Steueretappe, den wir ja vorgesehen haben, der genau die kleinen Einkommen entlasten soll, möglicherweise genau ein richtiger Schritt ist,
dann immer noch, auch wenn wir damit das Defizit beeinflussen, dass das auch eine Möglichkeit ist, genau jene Gruppen besser zu stellen, ganz einfach deshalb, weil die das meiste eh verkonsumieren werden und hier einen nächsten Aufschwungschritt mitmachen können. Ich bin zwar nicht angesprochen worden, aber ich muss etwas zu Ihrer Frage sagen, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, sich bewusst zu sein, was wir alle hier gemeinsam gerade erleben. Bitte beschäftigen Sie sich nicht mit irgendwelchen Was-wäre-wenn-Fragen für die nächsten Monate. Wir erleben gerade eine Krise in einem Ausmaß, wie wir sie noch nie hatten. Was die Gesundheit unserer Bevölkerung betrifft und was die damit verbundenen Implikationen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt betrifft. Und es gibt nur eins zu tun für die Politik im Moment und für die Verwaltung in Österreich. Und ich würde anregen, auch für Sie als Medienvertreter, nämlich sich die Frage zu stellen, was tun wir jetzt und alles andere auf später zu verschieben. Es gibt eine Priorität für die nächsten Wochen, nämlich dass wir unser soziales Leben, unser gesellschaftliches Leben so reduzieren, dass wir die Verbreitung des Viruses aushungern. Wir müssen jetzt alles auf ein Minimum reduzieren. Und danach, nach Ostern, gibt es die Möglichkeit, hoffentlich einer Wiederauferstehung unseres gesamten Systems, eines Wiederhochfahrens und einer Rückkehr zur Normalität. Aber jetzt gibt es genau eine Priorität und die heißt, alles tun, um auf Minimalbetrieb zu schalten, um Leben zu retten. Und parallel dazu ist notwendig, was der Vizekanzler, Finanzminister, Wirtschaftsministerin gerade geschildert haben, nämlich die Betriebe am Leben zu erhalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass möglichst viele Arbeitsplätze in dieser Phase erhalten werden können. Das ist der einzige Fokus, um den es geht. Und ich bitte Sie, alles andere diskutieren wir, wenn es soweit ist. Vielen Dank. Als nächstes gemeldet hat sich der Herr Schnauder vom Standort, dann der Herr Jungwirth. Ich hätte auch noch zwei Fragen, wenn es erlaubt ist, an den Herrn Finanzminister. Es gibt ja an und für sich laut Epidemiegesetz, die Frage ist schon gestellt worden, einen Anspruch auf Verdienstentgang. Und darüber hinaus haben Sie jetzt weitere Maßnahmen angekündigt. Sind jetzt alle diese Maßnahmen zusammen 4 Milliarden Euro schwer? Oder ist das nur quasi die zusätzliche Hilfe, die Sie anbieten? Sie fragen mich da nach den endgültigen Auswirkungen der Krise. Bitte um Verständnis, aber das wird Ihnen niemand beantworten können, was die endgültigen Auswirkungen und damit die endgültigen Kosten sein werden. Was uns mit diesem Paket hier heute wichtig war, ist, sofort, unbürokratisch und für einen ersten Schritt in ausreichender Höhe zu helfen. Da geht es darum, dass Unternehmen weiter arbeiten können, sofern es überhaupt möglich ist, dass Arbeitsplätze nicht verloren gehen, und dass die Menschen weiterhin ihre Miete, ihre Kredite, ihre Fixkosten zahlen können. Wie viel es am Ende des Tages kostet, das könnte ich Ihnen nur beantworten, wenn Sie mir sagen können, wie lange die Krise dauert und wie schwer sie wird. Das kann derzeit niemand. Ein Rat beim Kurzarbeitsmodell, wie hoch die Zuzahlung Service ist. Und na, ich habe es akustisch nicht gehört, jetzt nochmal kurz. Kurzarbeitsmodell. Ja. Das kann man mit einem Satz deswegen nicht beantworten, weil jedes Kurzarbeitsmodell davon abhängig ist, bis zu welchem Ausmaß die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht arbeiten. Wir haben gehört von der Frau Wirtschaftsministerin, das kann auch null sein. Wenn es null ist, dann kann ich Ihnen sagen, ob man es aufgeschrieben hat, irgendwie gerechnet habe, dass Sie das fragen werden. Wenn jemand, ich sage Ihnen nur anhand einer Zahl, wenn jemand 1.000 Euro netto verdient und wir vereinbart haben, dass eine 90-prozentige Ersatzrate greifen soll, dann bedeutet das, dass die, ja, das war so eine Pressekonferenz aus dem Bundeskanzleramt, hier hat man eben die wirtschaftliche Lage genau definiert, wie es jetzt zukünftig weitergeht. Ein Wirtschaftspaket wurde vorgestellt, bis zu 4 Milliarden Euro stellt man zur Verfügung. Und bei uns wieder im Studio unser OE24TV-Redakteur Richard Schmidt. Wie hast du diese Pressekonferenz entgegengenommen? Der wichtigste Satz und für mich wichtigste Satz und der schönste Satz in dieser ganzen Pressekonferenz ist leider erst am Schluss gefallen von Sebastian Kurz.
Wir hoffen auf eine Wiederauferstehung unseres ganzen Systems nach Ostern. Also endlich haben wir hier mal einen Satz gehört, der uns auch allen Hoffnung gibt, dass das halt 2-3 Wochen jetzt dauern wird, diese Situation, diese harte momentane Lage, dass wir das gemeinsam durchstehen. Aber er hat das sehr gut gewählt mit diesem Satz Wiederauferstehung nach Ostern, dass wir hier mal einen Zeithorizont haben, wenn alles gut geht, noch einmal dazu gesagt, wir wissen es nicht, wir können diese Krise auch momentan überhaupt nicht einschätzen, aber wenn alles gut geht, dass unsere Systeme wieder ganz normal nach Ostern arbeiten. Das ist wie wirklich eine gute Sache, wenn man hier so konkret wird. Und das ist halt wirklich, er hat noch einmal gesagt, auf diese Detailfragen der Journalisten, was dann wäre genau mit der Kurzarbeit, ist das jetzt eingepreist oder so weiter. Das können wir alles jetzt noch nicht sagen. Wir erleben, das hat auch noch einmal der Kanzler gesagt, eine Krise in einem Ausmaß, wie wir sie vorher noch nie hatten. Und da sollten wir uns allen bewusst sein, dass hier noch manches im Unklaren ist und hier mal jetzt schnell gehandelt wird. Margarete Schramböck hat das auch sehr gut formuliert. Ich glaube, das passiert jetzt alles nicht in Wochen. Ja? Wir haben das binnen weniger Tage, ist das bei den Arbeitnehmern, ist das bei den Unternehmen unsere Soforthilfe. Heute in der Nacht, das muss man sich mal vorstellen, tritt der Nationalrat zusammen und beschließt diese Gesetze schon. Also Hut ab vor dieser Handlungsfähigkeit der Bundesregierung und überhaupt der gesamten politischen, des gesamten politischen Systems in Österreich. Bitte. Man hat ja auch gemerkt, die einzelnen Politiker, also die Regierung, sie verstehen sich sehr gut untereinander. Man hat auch eine Harmonie gespürt. Dementsprechend gibt es natürlich auch Sicherheit. Werner Kogler hat zum Beispiel gesagt, die Corona-Krise ist ein Einschlag auf die österreichische Wirtschaft und hat zudem das Recht, dass wir dem entgegensteuern. Er sagt auch, das muss sehr, sehr rasch passieren. Ziel dahinter, also dieses Maßnahmenpaket, ist es eben, das Blut im Wirtschaftskreislauf zu sichern. Und das muss man natürlich auch der Bevölkerung entgegenstrecken. Natürlich. Also wir leben natürlich mit der Wirtschaft, durch die Wirtschaft. Aber man muss auch sagen, es hat jetzt 2 große Schwerpunkte, das Handeln der Bundesregierung. Erstens die Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten. Dann natürlich auch in diesem Zusammenhang die Infektionszahlen möglichst gering zu halten. Und der zweite Teil ist natürlich, die Betriebe am Leben zu halten. Und also wenn Werner Kogler gefragt worden ist, ja, ist das Ende des Pakets 4 Milliarden Euro, hat er ganz gut gesagt, ne, wir wissen ja gar nicht, wie hoch überhaupt die Krise sich auswirken wird. Das kann jetzt unmöglich festgestellt werden. Diese 4 Milliarden Euro, immer ein sehr hoher Betrag, werden sofort verwendet für eine ganze Anzahl an Maßnahmen. Und wir haben hier diese Maßnahmen, ich darf hier kurz zitieren. Es wird Kreditgarantien geben für eine Überbrückungsfinanzierung, dann Überbrückungskredite für Unternehmen, eine Steuerstundung, eine Herabsetzung der Steuervorauszahlung, Stärkung und Beschleunigung der Exportförderung. Das sind einmal die Sofortmaßnahmen. Für die Arbeitsplatzsicherung dann auch ein Coronavirus-Sonderbetreuungszeitsprogramm wird hier in Kraft gesetzt. Die Kinderbetreuung wird damit auch gesichert und natürlich haben wir auch ein Coronavirus-Kurzarbeitszeitmodell hier präsentiert bekommen und auch eine Verfahrensbeschleunigung, wenn es darum geht, Kurzarbeit umzusetzen. Also das sind wirklich eine Vielzahl an Maßnahmen, die jetzt helfen soll. Und wir haben auch bei Ein-Personen-Unternehmen und bei Familienbetrieben, die werden auch noch einmal gefördert mit 2 Härtefonds. Also das ist das Gesamtpaket, von dem wir jetzt gehört haben. Richard, wir werden noch mit dir gleich weiter analysieren. Jetzt machen wir eine ganz kurze Pause und sind gleich zurück mit unserer großen Mittagsshow. Bis gleich. Spar. Der Kampf gegen zu viel Zucker bewegt ganz Österreich. Schon mal Fisch und Zucker? Ich nicht. Muss ich auch nicht. Dank Spar. Spar Sodawasser. Eines von hunderten Spar-Eigenmarkenprodukten, die dabei helfen, den Zuckerkonsum zu reduzieren. Ich bin Single und genieße meine Freiheit. Bei Seedate mit einer Flirterfolgsrate von 74%. Seedate. Immer mehr als nur ein Date. Spar. Der Kampf gegen zu viel Zucker bewegt ganz Österreich. Super an Zucker. Also ich nicht. Muss ich auch nicht. Dank Spar.
Sparnatur Pur Bio Sugo. Eines von hunderten Spar-Eigenmarkenprodukten, die dabei helfen, den Zuckerkonsum zu reduzieren.